Was macht unser Gehirn eigentlich? Naja, vereinfacht ausgedrückt, so wie ich es mir vorstelle, ich bin ja auch kein Gehirnwissenschaftler und überhaupt kein so schlauer Mensch und schon gar kein Wissender. Irgendwo kriegt das Gehirn jede Menge Informationen, viel zu viel, um sie alle auf einmal verarbeiten zu können. Deswegen ist der erste Schritt schon mal aussortieren. Da haben wir eine Art Sensor im Hirn, glaube ich, habe ich irgendwo mal gelesen, der sortiert aus. Und da geht es dann schon los mit der Manipulation. Was bitteschön sortiert der aus? Hat er mich gefragt, was er aussortieren darf? Ja? Ein Türsteher sortiert die Leute, nach denen die rein dürfen und raus dürfen. Aber doch nicht nach dem, was er gerne möchte, sondern nach dem, was sein Chef möchte. Der Chef möchte einen guten Ruf behalten. Und im Rahmen dieses guten Rufs dann Geschäfte machen. Und der Türsteher ist da eine wichtige Figur in unserem Gehirn. Dieser Sensor wäre also auch recht wichtig. Ich will zwar keine Geschäfte in dem Sinn machen, aber naja, ein guter Ruf wäre nicht schlecht. Nein, er soll die Gedanken reinlassen, der Sensor, die mich weiterbringen bei meinem Ziel, Mittel und Wege zu finden, um die Welt ein bisschen freundlicher zu gestalten. Menschenfreundlicher. Und da ich kein Schmalspurdenker bin, denke ich ganz gigantisch. Alle Menschen, alle. Egal ob die großen Helden oder die bitterbösesten Schwerverbrecher. Ja, so weit gehe ich. Da müssen wir noch ein Video, oder sollten wir noch, oder könnten wir noch ein Video machen zum Thema Schuld, Schuldfähigkeit. Gibt es so etwas wie Schuld bei Menschen? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Antwort ganz schnell gesagt. Bisher sagt mein Gehirn, ne. Unmöglich, weil, jetzt sind wir wieder beim Sensor, eventuell hat ausgerechnet bei mir dieser Sensor, dieser Türsteher, jene Gedanken nicht in mein Gehirn reingelassen, die tatsächlich die Erkenntnis hätten fördern können. Kriminell werden ist eine dumme Sache. Hilflos. Hirn, zeig mir andere Wege, wo ich nicht jemand anders schaden muss, um selber ein bisschen was einzusacken. So, gibt aber nicht nur den, da geht's erst los. Und das ist schon, ich weise gerne nochmal darauf hin, Manipulation, Steuerung, da verlasse ich schon, ohne angefangen zu haben, zu denken, den Weg, den ich mir eigentlich wünsche, nämlich neutral zu denken, sachlich zu denken, objektiv zu denken. Wenn ein Teil der Informationen gar nicht in mein Gehirn kommt, wie soll ich da objektiv sein und neutral sein und sachlich sein? Ich kann mich darum bemühen und das tue ich. Aber vielleicht ist das schon das Problem, dass ich mir einrede, ich tue es und kann es gar nicht. Also man sieht schon im ursprünglichsten Ursprung meiner Gedanken, ist schon alles für den Arsch. Und dann geht's erst richtig los. Wie verarbeitet nun mein Gehirn das, was der Türsteher reinlässt? Erst einmal habe ich vermutlich noch ganz wenig Beteiligung von System B. Slow Thinking, weil ich bin ja gerade auf die Welt gekommen, ich kann noch gar nicht denken. Es passiert alles, ohne dass ich es merke, ohne dass ich mir dessen bewusst werde, ohne dass ich mir darüber Gedanken machen kann.
bin sehr spontan. Wenn ich meine, ich muss laut losbrüllen, brülle ich laut los. Wenn ich Hunger habe, schreie ich, weil ich weiß, ja, dann kommt die Mami gewetzt und gibt mir vielleicht ihre Brust. Ja, und dann, ich habe es schon mal erwähnt, dann kommen wir irgendwann in das Alter, wo wir nicht nur unbewusst Dinge in unser Gehirn lassen, rein in System 1, Vorurteile ungeprüft, unkritisch übernommene Gedanken, nichts, wo wir uns gefragt haben, bin das ich, will ich das haben oder wird mir da was aufgeschwatzt? Und dann im nächsten Schritt glauben wir, erwachsen zu sein, und dann wird es erst richtig bunt. Weil wir wollen ja uns glauben, dass wir erwachsen sind. Wir wollen ja nicht wissen, dass wir es gar nicht sind, dass wir es vielleicht nie werden, dass wir es nie werden können. Zumindest, dass wir nie die Wahrheit finden können und nie das Wissen, das nötig wäre, um uns der Wahrheit zu nähern.